Derzeit wird in Wiesbaden eine groß angelegte Plakatkampagne gefahren gegen das Online-Medium Nachdenkseiten. Die hessische Landeshauptstadt ist voll plakatiert mit Plakaten, heißt dann Putin-Propaganda in Deutschland und Verweis auf Nachdenkseiten und als angebliches Querfrontmedium. Diese Kampagne wird vom Bundesfamilienministerium finanziert über das Projekt Demokratie leben. Da würde mich interessieren, aus und mit welcher Begründung finanziert das Familienministerium so eine Plakatkampagne gegen ein sich im linken sozialdemokratischen Spektrum verortendem Online-Medium? Also Demokratie leben ist ja kein Projekt, sondern ein Programm des Ministeriums. Und ich bitte um Verständnis, dass ich sozusagen für eine einzelne Förderung oder den Inhalt eines einzelnen Förderungsbescheids hier nicht jetzt einfach Auskunft geben kann. Ich will das in Erfahrung bringen und die Antwort nachreichen. Gut, gehört noch eine Nachfrage? Ja, wie bewertet denn der Bundeskanzler, dass ein grün geführtes Ministerium mit hohen Steuergeldzahlungen eine Kampagne finanziert gegen Medium, dessen Herausgeber ein altgedienter Sozialdemokrat ist, der auch für Willy Brandt den Wahlkampf geleitet hat? Aber Parteizugehörigkeiten spielen bei sowas gar keine Rolle, aber die Kollegin aus dem BMFSFJ hat ja schon gesagt, dass sie nicht selbst auskunftsfähig ist, was den Hintergrund dessen betrifft. Ich höre das hier zum ersten Mal, kann Ihnen da auch keine erhellenden Hinweise geben. Ob die Selbstbeschreibung Ihres Mediums mit meiner übereinstimmen würde, bin ich zweifelhaft, aber das ist auch nicht an mir, das zu beurteilen. Können Sie aber auch noch gerne nachreichen, Ihre Selbsteinschätzung.